Aber im Endeffekt gibt es zwei Teams, die gegeneinander antreten. Und genau, die Teams sind in zwei Reihen aufgeteilt. Und hinter den jeweiligen Reihen steht immer eine Person, die das Wort der anderen Teams erraten muss. Und wer dann im Endeffekt das erste Wort erraten hat, hat dann gewonnen und kriegt dann dieses tolle Kärtchen. Ja, moin, ich bin der Tim. Ich bin mittlerweile 27 und schon seit ich als Kind war ins Lager mitgefahren. Ich glaube 2004 war mein erstes Lager noch als Teilnehmer. Mittlerweile Gruppenleiter, dieses Jahr als Oldie-Gruppenleiter, auch wie im letzten Jahr. Die Oldies ist quasi so die Gruppe, die so die angehenden Gruppenleiter sind. Das heißt, ja, die werden schon so ein bisschen in die Verantwortung mit reingezogen. Erster Tag, die sind jetzt quasi gerade dabei, ihre Zelte aufzubauen. Lustigerweise ist leider ein Zelt ein bisschen undicht, deswegen werden jetzt nochmal Plan drüber gespannt. Nee, genau, und ich freue mich auf ein paar lustige 10 Tage mit den Kids. Naja, also normale Leute können das in einer Stunde machen, wir sind bei Stunde Nummer 3. Aber die müssen ja noch lernen.
Heute Abend gibt es ein vegetarisches Kokoscurry mit Reis. Und dafür schnibbeln wir dieses ganze Gemüse. Und als Nachtisch gibt es noch einen geilen Pudding. Geht's? Attacke! Ja. Okay, das ist mein Lieblingsfahrrad. Ja, hallo, hier ist der Marvin, ich melde mich hier live aus der Küche und ja, wenn wir hier reinschauen, sieht man natürlich auch die ganzen Küchenmitarbeiter fleißig am Schütteln und ich würde sagen, wir gehen mal kurz zu einem und fragen ihn direkt mal, wie es hier so läuft. Hallo Thomas Schmidt, wie geht's Ihnen? Sehr gut, ich habe hier so ein paar Röschen am Start. Ah, okay, super. Das sieht auf jeden Fall sehr professionell aus, wie Sie das tun. Dann will ich Sie gar nicht weiter lange stellen. Vielen Dank. Danke. Hi, ich melde mich nochmal zurück. Hier stehen wir vor unserem zweiten Küchenzelt und wir sehen hier unsere neue Küchenmaschine live in Action und ich würde mal sagen, wir fragen die Bearbeiter mal direkt, wie das genau funktioniert. Hi. Wie funktioniert die Küchenmaschine? Nun, das ist ganz einfach. Ich demonstriere es mal kurz. Man steckt hier Karotten rein und hier unten kommen sie geschnitten raus. Das ist unser fleißigster Helfer in dem Küchenteam, muss ich sagen. Jawohl, schnell abschlecken. Hat keiner gesehen.
So, wir haben uns gedacht, wir haben uns erstmal zu unseres gleichen gesellt, ja, wir verstehen uns prächtig. Ja. Aber ja, genau, sind jetzt aktuell an irgendeiner Mühle angekommen und überqueren einen Fluss. Junge, alle haben dasselbe Auto. Ja, hier in dem Ort, genau. Alle haben dasselbe Auto. Warte, ich werde gerade gestochen. Ja, weiter. Weiter geht's. Der Fluss, wenn ich da gewesen wäre, wären wir bestimmt eine Stunde schneller gewesen. Da muss man halt einfach drum rumlaufen. Aber gut, können wir jetzt nicht ändern, ja. Ja, und in 5 Minuten gibt's Essen. In 5 Minuten gibt's Essen. Ja, wir haben ungefähr eine Stunde vor uns. Wir haben Google Maps, also sagen wir mal 2 Stunden mit unseren Kindern. Habt schon mal viel Spaß und wir sehen uns heute Abend am Lagerfeuer.
Abend den Münstern keine Chance geben. Der Sieg liegt in unseren Händen, ja? Auf geht's, Jungs und Mädchen. Bekämpft die Monster, bis sie sich vor Angst in die Hosen machen. Au! 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 Und jetzt ist mir das Banner! Hallo, wir sind die ZPVs und wir gehen für euch einkaufen, machen das Holz und alles andere, was am Zeltplatz auch noch so anfällt. Zum Beispiel die Spielstraße, damit die Kinder spielen können, oder wir kümmern uns auch abends ums Feuer. Und wir gehen jetzt für euch einkaufen. ZPVs sind wir natürlich auch fürs Feuerholz zuständig und sind hier auf der Suche bzw. haben Holz gefunden. Diesen alten Dachstuhl, den wir dann jetzt auch in unseren Hänger einladen und dann auf dem Zeltplatz nochmal ein bisschen zerkleinern, damit wir heute Abend ein gutes Feuer haben. Daisies blooming,
Sundress swaying in the breeze. I can't stop staring. You've put a spell on me, and I hope that you never decide to set me free. The way you're moving has got me moving. Stop! Human! That I could ever dare to dream. Next to me. Let's not waste time, we'll take this slow. We've got miles behind us, but miles to go. So let's just break this down to the simplest truth. You and I as one will always be better than. Colors changing like the times. And I'm taking. I love you.
I love you when you sing that song. I got a lump in my throat, girl. You're gonna sing the wild song. I got a lump in my throat, girl. You're gonna sing the wild song.
Tag im Zeltlager war Halloween. Da war nachts eine Überfällernacht. Was hast du von ihm? Mittags haben wir Überlebenstraining gemacht und morgens gab es leckeres Frühstück. Mir hat das Oktoberfest am besten gefallen, weil wir da gewandert haben und dann hatten wir auch Brezeln und ja. Überfällernacht. Ja, Überfällernacht. Das war richtig cool. Valentinstag. Ja, bei mir auch. Ja, das war richtig cool mit diesen Herzbällen. Ja. Ich fand Halloween am besten, ehrlich gesagt. Und warum? Weil mit der Überfällernacht und so, war spaßig. Es war der Tag mit der meisten Action. Die Fastnachtssitzung war cool? Ja, die fand ich auch sehr cool. Generell der Fastnachtstag, den fand ich sehr oder cool. Oder auch immer die Lagerfeuer sind cool. Ja. Und das Oktoberfest fand ich cool, also die Feier. Ja. Ich fand das Oktoberfest ganz cool. Eigentlich finde ich das jetzt alles ganz cool. Man hat auch manchmal halt Heimweh, aber es ist eigentlich sehr perfekt. Ich habe leider von den Tagen nicht viel mitbekommen. Als ZBV ist man da ja immer ein bisschen neben dem Programm und arbeitet im Hintergrund. Deswegen fand ich vom Entspannungsgrad her den heutigen Tag am besten, weil sonntags man nicht einkaufen gehen kann und es nicht so viele zu tun gab für uns heute und wir uns deswegen ein bisschen ausschlafen konnten auch. Es war ganz schön. Die Spiele zusammen mit den Kindern. Ja, und mit Freunden unterm Sonnensegel. Ja. Am besten fand ich bis jetzt gestern den Tag, weil wir die Tagesleitung hatten, also wir Ulis. Und den besten Tag, das beste Motto fand ich bis jetzt war das Oktoberfest, weil wir da abends so schön gefeiert haben und weil es geiles Essen gab. Die Lauchsuppe hat mir sehr lecker geschmeckt, weil mein Freund Ole hat mir gesagt, ich soll die mal probieren. Und die fand ich sehr lecker. Chili con carne ohne Spülwaren, mit dem Spülwaren die Lauchsuppe. Weil wenn man nach Chili con carne seinen Teller spülen will, dann wird der nicht sauber. Da muss man den restlichen Trockentuch machen. Die Nudeln. Die Nudeln? Ja. Gestern, das war richtig Chili lecker. Chili con carne. Ja. Raps. Ja. Also ich fand am besten die Käse-Lauchsuppe mit Abstand. Can slay the dragon.